Hi, ich bin die Lea. Ich bin Studentin im zweiten Jahr in der Schule der Erweckung. Ich möchte dich heute in meinen Prozess reinnehmen, wie ich Gott erlebt habe durch prophetischen Tanz. Und zwar ist es so, dass ich vor der Schule das schon immer sehr bewundert habe und sehr geliebt habe, wenn ich Menschen gesehen habe, die prophetisch getanzt haben oder die mit ihrem Körper einfach diesen Ausdruck gebracht haben zur Ehre Gottes. Und ich habe immer gemerkt, dass das sehr was mit meinem Herzen macht und dass ich das auch möchte. Aber ich habe mich nie getraut, weil ich dachte, dass ich das nicht so gut kann oder dass ich nicht weiblich genug dafür bin oder so. Und habe es immer dann nur im Verborgenen gemacht, einfach für Jesus. Und als ich an die Schule kam, hatte ich diesen Impuls, in die Tanzgemeinschaft zu gehen, die angeboten wurde. Und dort wurden wir herausgefordert, auch im Unterricht zu tanzen. Und an einem Tag war ich eingeteilt zum Tanzen und ich habe gemerkt, dass es mir sehr unangenehm, einfach so meinen Körper zu zeigen oder einfach so zu tanzen vor ganz vielen Studenten. Und ich habe einfach meine Augen zugemacht und ich habe getanzt und ich habe mir einfach vorgestellt, wie ich vor Jesus stehe und einfach für ihn jetzt tanze. Und am Ende von dieser Session kam eine Leiterin zu mir und hat gesagt, Claire, vielen Dank, dass du getanzt hast, weil man wirklich gemerkt hat, dass das ein Ausdruck war von deiner Beziehung zu Jesus. Und was das Besondere dabei war, war, dass ich gemerkt habe, wow, ich tanze nicht nur aus meiner Beziehung zu Jesus, sondern ich leite damit auch die Leute in die Anbetung hinein. Es ist was Aktives. Und dadurch, dass ich Jesus liebe, leite ich Leute mit in den Lobpreis. Und genau, das war ganz, ganz besonders für mich und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du gerade an demselben Punkt stehst und weißt, wow, ich bin dazu berufen zu tanzen oder mit meinem Körper Gott die Ehre zu geben, diesen Ausdruck, dann lass dich einfach darauf ein, sprech mit dem Heiligen Geist darüber und sei mutig, auch diese Schritte zu gehen und dich zu öffnen, weil du bist wunderschön und du kannst es. Jetzt. Yes.